Okay, Jungs, wie ist das mit 19 Pornodarstellern zu sein? Sollen wir uns angucken, Jungs? Ich glaube, das ist ein gutes Video. Ich glaube, das wird ein richtig geiles Video, Jungs. Okay, auf tranquil. Dann habe ich im ersten Monat schon so um die 1000 verdient. Und was würdest du machen, wenn du jetzt bei so einem Dreh dann doch schwanger würdest? Ich bin auf jeden Fall... Ja, aber wer, Chat, kennt man sie? Wie ist das mit 19 Pornodarstellern zu sein? Bin die Mama, ho, ho, ho. Eigentlich bereit für ein Kind. Treffen wir uns auf einen Kaffee und irgendwie müssen wir jetzt erstmal gucken, ob's... Chat, wer würde sie aber, Jungs? Eins oder zwei? Eins für ja, zwei für nein? Jungs, wer würde sie, Jungs? Wer würde sie? Eins für ja, zwei für nein. Er schreibt, Bro, na, bin die Mama. Und dann schreibt er eins. Alter, Effe. Ob es passt, damit wir jetzt gleich einfach ein Porno drehen. Ja, na, du musst natürlich einen Partner finden, der damit fein ist, dass du mit Usern dann zum Beispiel Sex hast. Also ich habe am Anfang in einer WG gewohnt. Da wollte ich zum Beispiel einmal ein Video drehen im Wohnzimmer. Da kann man Mitbewohner rein. Hallo. Hi. Grüß dich, meine Liebe. Alles gut soweit? Ja, mega. Und bei dir? Sehr schön. Bei mir auch. Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuschauer, die dich noch gar nicht kennen? Gerne. Hi Leute, ich bin Lia Engel, ich bin 21, komme aus Rheinland-Pfalz, wohne im Moment aber in Griechenland und ja, ich... Erstes L! Was für Griechenland? Okay, dieses Thema begleitet mich seit gestern Abend überall hin, okay? Heute sagt mir einer meiner Freunde, ey, griechisches Essen ist voll lecker. Dann, ich skippe durch meine Songs, kommt plötzlich griechischer Wein. Jetzt so eine Berry, die wohnt in Griechenland. Wir haben verstanden, Griechenland! Ich bin heute hier, weil ich da Darstellerin bin und ja, ich werde euch wahrscheinlich ein bisschen was über mein Leben erzählen. Darstellerin? Genau. Was stellst du da? Pornos. Okay, der ist ja wichtig, weil, damit wir auch direkt wissen, worüber wir reden. Ich werde dir heute auch einige Fragen stellen. Wenn dir da irgendwas zu intim sein sollte, dann sag das bitte. Aber ich freue mich, die Zuschauer auch, wenn wir dich heute ein bisschen kennenlernen. Und ja, wenn du bereit bist, legen wir direkt. Ja, it's bad, Nary Talks. Ja, dann lass uns doch vorne anfangen. Wie bist du groß geworden? Du hast schon gesagt, du kommst eigentlich aus Rheinland-Pfalz. Ich sag, sie hat keinen Vater. Ich sag, ihr Vater hat sich verlassen. Okay, ihr merkt es euch jetzt. Okay, merkt es euch jetzt. Eigentlich ganz gut aufgewachsen. Ich hatte ein behütetes Elternhaus. Meine Eltern waren sehr konservativ. Würde man jetzt so wahrscheinlich nicht denken. Aber ja, mir hat es eigentlich an fast nichts gefehlt. Was hast du als... hab sie, bin kurz weg, komme gleich. Hobby, so als Mädchen? Also ich habe sehr viel Zeit zu Hause verbracht. Ich durfte früher nicht so viel mit anderen Kindern rausgehen und so weiter. Deswegen habe ich mich viel mit Musik beschäftigt. Ich tanze sehr gerne. Ich habe gerade getanzt. Was war so immer dein Guck mal bitte, wie schön sie erwachsen geworden ist. Okay, konservativ, behütet, weißt du, Musik, tanzen. Man vergleicht jetzt Pornodarstellerin. Lebenstraum, was willst du mal? Was wolltest du immer werden? Irgendwie Tierärztin oder Kindergärtnerin, Krankenschwester? Ich wollte tatsächlich immer Modedesignerin werden. Ui. Hat sich aber irgendwie nicht ergeben. Ich habe den Traum nicht länger verfolgt. Du warst eine gute Schülerin oder warst schwierig? Ja, also dadurch, dass ich sehr viel Zeit zu Hause verbracht habe, hatte ich natürlich auch Zeit für die Schule. Ich war eigentlich immer ziemlich vorbildlich, hatte immer alle meine Hausaufgaben, habe gute Noten geschrieben. Und dementsprechend. Ja, crazy, wie sich Leute ändern können, ne? Ich bin echt gespannt, wie sie dann dazu kam, einfach so jetzt BBCs im Mund zu nehmen, so, weißt du? Sie sieht aus wie bis jetzt eine Trauperle. Ja. Aber warte mal, wie alt bist du denn jetzt? 21. 21, gut, das heißt, Schule ist auf jeden Fall rum. Was hast du für einen Abschluss gemacht? Ich habe Fachabi gemacht. Aha. Und habe danach eine Ausbildung als Notarfachangestellte angefangen. Ja. Okay, also, ja. Super, bis jetzt Realtalk, bis jetzt super, super Story, ne? Eigentlich auch so ein bisschen konservativer Beruf, würde ich sagen. Ja. Bist du so nach deinen Eltern gegangen und... Genau, also ich habe mir extra eine Ausbildung in einer anderen Stadt gesucht, um halt ein bisschen rauszukommen, weil ich ja, wie gesagt, viel Zeit zu Hause hatte. Und ich wollte dem so ein bisschen entfliehen. Und ja, dann hat es mich nach Mainz gezogen. Meine Tante wohnt dort. Und ja, dann habe ich da meine Ausbildung angefangen. Dann hat es mich dann in eine andere Richtung verschlagen. Ja, Hussein, sie hat den ersten BBC geschluckt, Jungs. Okay, ich sag dir immer wieder, ja, Hussein, sie hat ihr erstes BBC. Ja, Hussein, sie hatte die Ader im Mund. Und dann kam es zum anderen. Okay, also Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... in meinem Kopf sind das jetzt so sehr verschiedene Welten, die ich noch nicht so ganz übereinander bringen kann. Bist du, also wie kommt man als Azubi oder Azubine für
Notarfachangestellte. Genau. Zu einer. Heißt Azubi in weiblicher Form Azubine? Was für Azubine? Pornodarstellerin. Ich wollte mir nebenbei was dazu verdienen. Also, ich habe während der Ausbildung schon direkt angefangen, nebenbei an der Tankstelle zu arbeiten. Es war aber sehr, sehr stressig für mich. Und ich dachte so, irgendwas von zu Hause wäre eigentlich super optimal für mich. Ich hatte eine Freundin, die war schon so ein bisschen in der Branche tätig, also nicht aktiv. Sie hat keine Porns gedreht, sondern sie hatte ein paar Freunde, die aktiv waren in der Branche. Keine Ahnung, wie sagt man das, also wie sagt man das dann Eltern? Ich glaube, das wird sie gleich sagen, ne? Aber so eins im Chat, wenn ihr mich fühlt, okay? Ist es nicht absolut stolz und Ehre kränkend, wenn man seinen Eltern sagen muss, dass man Pornos dreht, ist mal ehrlich? Ist es nicht absolut stolz und Ehre kränkend, wenn die Familie weiß, dass du Pornos drehst, so? Ihre Freundin würde ich auch mal fragen, du weißt nicht, wie die aussieht. Und hat die dann dabei so ein bisschen dabei unterstützt. Und dann hat sie irgendwann zu mir gesagt, so, hey, du siehst super aus, du hast noch nicht ganz so viel Erfahrung. Vielleicht hast du einfach Lust, mal was Neues auszuprobieren. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch erst, also immer noch, ich hatte erst einen Freund. Ja, ich wollte so ein paar neue Seiten an mir entdecken und irgendwie war es für mich mega interessant. Ich war extrem neugierig. Bro, stell dir vor, am Tisch die essen auf einmal, die Mutter denkt dran, dass die alte Dinger schluckt, Digga. Neugierig, hab mir das am Anfang angeschaut und ja, dann kam es halt irgendwie dazu. Hattest du denn selber auch, also hast du selber welche geschaut? Hast du Pornos geschaut bis dahin? Natürlich habe ich vorher schon mal Pornos gesehen und geschaut, aber ich habe mir keine Pornos angeschaut und mir gedacht so, oh mein Gott, das will ich auch machen, sondern das kam erst so, so Schritt für Schritt. Ich bin auch nicht in die Branche eingestiegen und habe direkt Pornos gedreht, sondern es fing eher so als Webcam-Girl an und da habe ich auch in den ersten... Ich stelle vor, die ersten Hot Dogs als Familie und die schluck den. Okay, Bro. Ich glaube nicht, dass sie in der Lage ist, einen Hotdog so komplett zu schlucken, Bro, bitte. 4 Wochen absolut nichts gezeigt. Also ich bin in die Cam gegangen, hatte natürlich bisschen bauchfrei, eine kurze Short und so weiter an. Aber ich habe mich eher so Schritt für Schritt habe ich mich da reingearbeitet. Ich wurde dann auch sehr schnell sehr erfolgreich in dem einen Monat, was ich selbst niemals gedacht hätte, weil ich wollte ja eigentlich einfach nur eine kleine Beschäftigung für nebenbei, damit ich mir ein paar Sachen nebenbei leisten kann. Dann yo, klar, Jungs, okay? Barbara, wir Jungs müssen hier für unseren Nebenjob hart arbeiten, okay? Hart arbeiten, okay? Harte körperliche Beschäftigung ist vor der Webcam, zeigt nicht mal was und sagt dann ein bisschen für nebenbei. Dann habe ich im ersten Monat schon so um die 20.000 verdient. Ui, ohne dich auszuziehen. Ja. Ohne sich auszuziehen, stellt euch das mal vor, wie einfach es ist als Frau, okay? Wenn du ein bisschen auf deine Ehre und Würde kackst, kannst du 20 Mille verdienen in einem Monat. Aber dann hättest du auch sagen können, ja gut, dann machen wir genauso weiter. Ja, also ich denke, das ist wie alles im Internet. Irgendwann wollen die Leute halt ein bisschen mehr. Ich habe mich auch gut dabei gefühlt. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mich jetzt ausziehen. Ich habe es gefühlt. Erinnerst du dich noch an das erste Mal, wo du dann wieder vor der Kamera saßt und dann die Menschen eine blanke Brust von dir gesehen haben? Du weißt ja, du lachst, aber das ist ja ein Moment, das kannst du nie wieder zurücknehmen. Also das denke ich mir halt immer. Ja, ne? Ich habe nicht so gedacht, so, oh mein Gott, das ist jetzt im Internet und... Ja, real talk, Cairo, ehrlich. Stell dir vor, du bist der Freund und du weißt, dass deine Freundin ihre Move verkauft. Ja, das Ding ist halt mittlerweile leider, so traurig es ist, gibt es halt Männer, denen es einfach egal ist, ne? Es gibt viele weibliche Onlyfans, Darstellerinnen, wie auch immer, die damit kein Problem haben, so, weißt du, einfach nur, weil irgendwie ihre Männlichkeit weg ist. Tja, wer würde es akzeptieren, dass die Freundin Onlyfans macht? Ja, eins. Wer sagt, ich akzeptiere es nicht? Zwei. Sag mal ehrlich, so würdet ihr gerne eine Freundin haben, die Onlyfans macht? Ja, danke, Jungs. Und das kann ich nie wieder rückgängig machen, sondern ich habe mir einfach gedacht, so, das ist jetzt gerade das Richtige für mich im Moment. Ich will es einfach ausprobieren. Das erste Mal, als ich mich ausgezogen habe, war, ich glaube, es war ein Strip. So, ich habe mich ein bisschen dabei bewegt und mich das erste Mal ausgezogen. Also, aber da warst du die ganze Zeit alleine vor der Kamera? Ja, ja. Hast du irgendwem davon erzählt, dass du das jetzt machst? Also, ich habe am Anfang in einer WG gewohnt und das war sehr schwierig. Oh, spannend. Lia? Ich habe da gerade was gehört in deinem Zimmer. Nur Fußbild finde ich auch wack irgendwie. Dadurch, dass ich ja am Anfang keine richtigen Shows gemacht habe, ich habe auch nicht irgendwie laut gestöhnt oder sowas. Da ging es eigentlich noch, aber dann wollte ich zum Beispiel einmal ein Video drehen im Wohnzimmer. Da kam mein Mitbewohner rein, obwohl er eigentlich 2 Tage bei seinen Eltern bleiben wollte. Das war natürlich nicht geplant, aber es
ich durfte es hochladen und das hat sich am Ende auch echt gut verkauft. Okay. Deine Miete konntest du mit Sicherheit davon zahlen. Ja, auf jeden Fall. Okay, und... Guck mal, ich habe einen kleinen Hot-Tag, okay? Frauen, die Onlyfans machen, sind gleichzusetzen mit Männern, die kriminell sind. Das Haram-Para, okay? Das Haram-Para. Es ist nicht hart erarbeitetes Geld. Nur, dass Kriminalität bestraft wird und Onlyfans nicht bestraft wird. Das ist genau das gleiche wie, würdest du eine Frau daten, die Bodycount von 15 hat? Nein. Würdest du einen Mann daten, der 15 Jahre im Knast war? Nein. Versteht ihr, was ich meine? Männer verlieren ihren Wert anders und Frauen verlieren ihren Wert anders, ganz klar. Keine Frau wird einen Mann daten, der 15 Jahre im Gefängnis war. Keine Frau! Der Mann ist dann krass, der Mann ist dann nicht krass, Bruder. Hast du selber einen deutlichen Unterschied nochmal gemerkt zwischen der Phase, wo du angezogen 20.000 Euro verdient hast im Monat und dem Moment, wo du gesagt hast, okay, ich ziehe jetzt nach und nach auch komplett blank? Ja. Also ich habe ja dann auch, nachdem ich angefangen habe, mich auszuziehen, ich habe ja parallel auch Videos gedreht, zuerst halt solo und dann so, wie ich mich halt gefühlt habe, dann irgendwann auch mit einem Partner. Ja, es hat sich natürlich alles gesteigert dann. Aber ich hatte, wie gesagt, nie irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei. Ist ja ehrlich, Jengs, ich glaube, keiner will. Das meine ich halt so, weißt du? Also es gibt Männer, die leider zu weiblich sind und sagen, ich würde eine Frau daten, die, keine Ahnung, eine Ho ist und die 500 Buddies hat und die treten Onlyfans macht, aber welcher Grown-Ass-Man, okay, der ein bisschen Stolz und Ehre hat, datet eine Onlyfans-Model? Also wer würde ein Onlyfans-Model daten, jetzt mal Real Talk, egal wie hübsch sie ist, egal wie schön sie ist, welcher Grown-Ass, der eine wunderschöne, geehrte und respektverdiente Familie haben will, datet eine Onlyfans-Perle? Und ihr checkt nicht sowas? Guck mal, wird erstmal nicht bewusst, aber es werden jetzt schon Kinder, okay, gemobbt, die depressiv sind, weil ihre Mutter Onlyfans macht, in der Schule werden die schon gemobbt. Ja, und dann sagst du als Mutter, hätte ich das mal nicht gemacht. Weil erst, wenn du ein Kind hast, merkst du eigentlich, wie sehr das wehtut. Nicht für dich. Wenn du sagst, ich stehe da drüber, dann ist ja in Ordnung. Aber deine Kinder, die schaffen das mit der Psyche nicht. Lana Rhodes hat auch ein Kind. Lana Rhodes Kind muss in der 4. Klasse aussehen wie Ronnie Coleman, dass der nicht in der 6. Klasse spätestens am Seil hängt. Wenn der in der 6. Klasse nicht so aussieht, okay? Wenn der in der 4. Klasse nicht so aussieht, ist der in der 6. Klasse am Seil. Sondern ich habe mich immer pudelwohl gefühlt. Freunde, wenn ich heute irgendeine Frage vergessen würde. Aber sie ist sympathisch. Einzig, wenn sie sympathisch ist. Alles, sie ist sympathisch. Rito, sie ist sympathisch. Zu stellen, dann bitte stellen. Und halt auch eine Granate, muss man ehrlich sagen. Stellt sie in den Kommentaren. Ich werde mit Sicherheit die Möglichkeit haben, sie Delia dann auch nochmal zu stellen. Vielleicht bei einem weiteren Dreh. Und deshalb ganz wichtig, alle Fragen unten rein. Mit dem Partner, ist das immer noch der einzige Mensch, mit dem du die Pornos drehst? Nee, also ich habe es auch ein paar Mal so versucht, diese User-Drehs zu machen. Ein User-Dreh ist, ich habe ja meine bestimmten Seiten und dort sind ja User. Die können dir Drehanfragen stellen. Die schreiben, hey Lia, ich habe das Video von dir gesehen, ich finde dich total toll. Hast du Lust, dass ich mit dir ein Video drehe oder wollen wir mal zusammen was drehen und so weiter? Also warum man denkt, es ist so ein Dual-Stream. Digga, gibt's Porno-Anfragen? Digga, könnte ich als User eine Porno-Stelle anfragen und sagen, yo, können wir mal zusammen drehen? Sagen das Porno-Stelle untereinander so, können wir zusammen drehen? Wie heißt die? Ilia Angel. Zuschauer. Genau, ja, Zuschauer. Du kannst mich treffen zum Dreh. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Natürlich nicht jeder. Es gibt andere Darstellerinnen, die machen zum Beispiel Videos, wo sich User bewerben können. Die nehmen dann auch jeden x-beliebigen User. Aber bei mir ist es so, ich brauche schon eine längere Kennenlernphase. Barbara, ich bewerbe mich! Ich bewerbe mich. Titel wird sein, Blondine ist Suju. Ich bewerbe mich. Titel wird sein, Blondine ist türkische Knoblauchwurst. Wer hat? Ehrlich, wer wird gucken? Eins im Chat. Diese Porno und sagt Kennenlernphase. Mama, sie dreht und will eine Kennenlernphase haben. Würde ich sagen. Ich schreibe dann zum Beispiel 3-4 Monate mit jemandem und wenn ich merke, okay, der Vibe passt, dann treffen wir uns auf einen Kaffee und wenn ich dann merke, okay, das könnte gut funktionieren, dann versuche ich auch mal mit ihm zu drehen. Weil du meintest ja auch einfach... Oh, ja, Digga, Mopfacher, klärt sich einfach an. Digga, stell dir mal vor, kennt ihr diese Porno-Chat? Also, hat mir ein Kollege erzählt. So, ich bumse einen Zuschauer, den ich random auf der Straße treffe. Checkt ihr? Wir haben ja alles, was möglich ist. Glaubt an euch. Glaubt an euch. Was hast du das irgendwie auch für deine eigene Erfahrung? Du hast noch nicht so viel dich ausgelebt, auch das irgendwie so ein bisschen nachzuholen. Ist es eher Spaß am Sex oder irgendwo doch eher das Geschäft? Ich würde sagen, es ist beides. Natürlich
ist es in der ersten Linie fürs Geschäft. Aber ich habe trotzdem so viel Spaß dabei, dass es für mich nicht irgendwie... Das ist nicht anstrengend, oder? Genau. Okay. Also es ist nicht für mich so, oh mein Gott, nee, ich muss jetzt schon wieder drehen. Ich denke mir so, okay, cool, ich suche mir jetzt jemanden aus und dann... Den f*** ich dann richtig, Digga. Na, irgendwie finde ich das nicht cool, Digga, real talk. Digga, können Frauen überhaupt so oft kommen, Digga, bitte, wenn sie... Ich check das nicht, ne? Die, also was denn, wenn du so einen dreckigen, stinkenden Typen hast? So checkst du so, dann ist es doch auch upturn für dich, oder bin ich doof? Neues YouTube-Format. Ich f*** Zuschauer. Und das sieht immer gut aus, ne? Also viele. Nein, das stimmt gar nicht, okay? Nur die berühmtesten sind gut aus. Es gibt auch immer ganz viele kleine, die halt einfach ugly as fuck sind. Ist aus. Stellst du mir im ersten Schritt super cringe vor, aber vielleicht bin ich auch einfach zu engstirnig, weil so, treffen wir uns auf einen Kaffee und irgendwie müssen wir jetzt erstmal gucken, ob's passt, damit wir jetzt gleich einfach ein Porno drehen. Ich meine, es ist im Prinzip wie Tinder. Man swipet hin und her, man schreibt ein bisschen, man trifft sich auf ein Date und... Okay, es ist nicht wie Tinder. Okay, mal legitimiere das jetzt nicht. Es ist nicht wie Tinder. Wofür am Ende? Für die meisten? Fragen wir mal die Zuschauer, ne? Wofür am Ende? Aber ja, es ist mit Sicherheit eine offenere Art, da direkt zum Punkt zu kommen. Ich will mich nicht einfach mit wildfremden Leuten treffen, die ich überhaupt nicht kenne, wo ich merke, okay, das passt überhaupt nicht, weil dann habe ich eben halt auch nicht diesen Spaß da. Digga, aber sie ist echt richtig geil, ne? Also guck mal, sie ist blond, aber so richtig schön platinblond, okay? Sie hat eine richtig schöne Hautfarbe, so ein bisschen gebräunt. Sie hat unglaublich schöne blaue Augen. Mafaka, wenn sie dir einlutscht, ne? Retalk, du bist im 9. Himmel, okay? Digga, wenn sie dir einlutscht, Digga, Retalk. Da dran. Ich möchte einfach jemanden treffen, mit dem es stimmt, mit dem ich auch, wenn ich ihn so kennenlernen würde, halt außerhalb von der Branche, mit dem ich halt auch schlafen würde. Also du wärst dann auch optisch so aus? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, dann gucke ich halt einfach, ob es dann passt und dann vollziehen wir den Akt und filmen es halt. Und bist du jetzt aktuell vergeben? Nein. Könntest du es dir vorstellen, jetzt aktuell einen festen Freund zu haben? Nee, also ich sage immer, wenn es passiert, dann passiert es halt. Man kann ja nichts dagegen tun. Ich würde sagen, es passt gerade nicht in mein Leben. Ja, na, du... Natürlich nicht! Natürlich nicht! Man hat halb Deutschland reingelassen, Bro! Digga, Clubs in NRW sind wählerischer als du! Clubs in NRW sind wählerischer als du! Ich komme in keinen Club rein, ich würde nicht reinkommen! Du musst natürlich einen Partner finden, der damit fein ist, dass du mit Usern dann zum Beispiel Sex hast. Gut, aber ich würde sagen, wenn ich einen Freund habe und der ist cool damit, dann würde ich auch nur noch mit ihm drehen. Also es gibt total viele Pornodarsteller. Lass sie in Ruhe, Mavera Soti, Baby, bitte. Was willst du jetzt tun, wenn ich sie nicht in Ruhe lasse, dann Arsch? Die nur mit ihrem Freund drehen. Weißt du, wie viele Menschen dich so im Monat angucken im Internet? Keine Ahnung. Also es gibt auf den Seiten, wo ich meine Videos verkaufe und in die Webcam gehe, es gibt bestimmt Zahlen, aber ich bin jetzt nicht so mega Fanat da drauf, dass ich... Check, ganz kurz, okay? Einmal eins in Chat, wenn für ja, zwei in Chat für nein. Würdet ihr es nicht eklig finden, wenn sich irgendwelche verkummerten Familienväter auf euch, ein Jackson, so irgendwelche Rentner, Opas, ekelhaft, den ganzen Tag, ihr wisst, die Jackson auf euch so? Ich würde es todesekelhaft finden. Ich mir jeden Monat angucke, oh mein Gott, so viele Videos habe ich verkauft, so viele Zuschauer hatte ich. Aber du weißt, wie viel du verdienst. Ja. Wie sieht natürlich. Das heutzutage aus? Es ist natürlich wie bei jedem Selbstständigen. So, wenn du mehr... Aber du bist nicht selbstständig, du deep-throatest Nix. Mein Vater ist selbstständig. Der arme Mann schuft jetzt sein ganzes Leben. Der ist selbstständig. Er konnte seine Familie nicht so oft sehen. Er war die ganze Zeit am Arbeit. Nachtschicht, Mittagsschicht, Morgenschicht. Er hatte drei Jobs, damit seine Kinder jetzt ein schönes Leben führen. Okay, Mama, du bist nicht selbstständig. Machst, kriegst du natürlich auch mehr. Ich würde sagen, in schlechten Monaten, wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Urlaub bin oder krank oder was weiß ich, dann... bin ich so im unteren fünfstelligen Bereich, wenn ich sehr gut... So 30.000? 30.000 in einem schlechten Monat im Monat? Ach. Gute Monate habe, wo ich sehr fleißig bin, dann ist es auch mal so der mittlere fünfstellige Bereich. Du hast schon mal einen Monat, wo du 50.000, 60.000 Euro verdient hast. Ja, fast. Kennst du Cheeks? Nee. Wie heißt der? Yotoba? Aber er heißt Leroy Matata. Hakuna Matata. Wow, nein, das ist racist. Nein, warte, das meinte ich gar nicht, okay? Nee, warte. Was sind das?
Ja, da erzähle ich dir gleich. Bevor ich euch verrate, was Cheeks ist, machen wir aber ein kurzes Quiz. Spread the Cheeks. Warum sagen Spread the Cheeks? In einer Umfrage schauen 74% der Männer Pornos, aber nur 26% der Frauen. Okay, Chat, ehrlich beantworten. Chat, wer cool von euch? Muss eins für ja, zwei für nein. Wir sind die ehrlichen Männern, okay? Okay, okay. Es gibt schon ein paar, die nicht schauen. Es ist auch besser, wenn du nicht schaust, Real Talk. Also Leute sagen immer so, wenn du dir kein Jacks Testosteronspiegel steigt, du wirst stark, du siehst die Welt anders, mal da passiert gar nichts, okay? Mal jackst euch ein, das ist nicht das Ding, weißt du? Nur werdet nicht addict dazu, weißt du? Werdet nicht addict. Aber okay, solange es keine Sucht ist, Jungs, Retalk ist es nicht schlimm, okay? Eine kleine Routine, die rum sein auf Vlog, so, was daran stimmt. Vlog Leipzig, Chat, ich check. Könnte das liegen? Ich habe für euch auch drei Antwortmöglichkeiten. Ich muss ganz kurz pissen, Digga. Ich muss so krass pissen, oh mein Gott, Digga. Ist es, weil Pornos A, Bedürfnisse und Fantasien nicht berücksichtigen? Ist es B, weil sie unser Sexleben nicht authentisch darstellen? Oder ist es C, weil sie unrealistische Erwartungen schaffen? Die richtige Antwort ist, dass alle drei Aussagen richtig sein können. Und mir ist zunächst mal ganz wichtig zu sagen... Geiles Quiz dann, Mavra! Macht ein Quiz, sagt A, B oder C und sagt dann alle drei. Freunde, versucht so viele Erfahrungen, wie es nur geht, im Real Life zu sammeln. Denn das sind am Ende die echtesten Erfahrungen und heute... Ja, Jungs, f*** die Bitches weg, okay? Guck mal, ich sag's jedes Mal wieder, okay? Lebt nach dem Motto von K1. Sprechen die Herzen aller Mädchen. Sprecht die Herzen aller Mädchen. Heute werde ich euch auch Cheeks vorstellen, die das Ganze anders machen. Ja, mein Team und auch meine Cheeks. YouTube. Ich habe jetzt gerade gehört, dass du von Griechenland kommst. Genau, ja. Warst du da jetzt im Urlaub oder lebst du auch da? Nee, ich lebe da tatsächlich. Okay. Ja. Aus welchem Grund? Nach dem ersten Jahr, wo ich in der Branche war, war ich bei meinem Steuerberater. Und der hat zu mir gesagt, Lia, warum bleibst du eigentlich hier in Deutschland? So, du kannst von zu Hause aus arbeiten. Da bin ich Steuerberater, Digga. Drängt sich zu Steuerhinterziehung. Du bezahlst eine Menge Steuern. Warum ziehst du nicht nach Griechenland? Da hast du einen steuerlichen Vorteil. Du kannst von zu Hause aus arbeiten, du kannst das Wetter genießen. Danach, die hatten was. Tja, denkt ihr, Leroy Matata ist in der körperlichen Form, hier noch eine flach zu legen, so? Also, no front, so, aber denkt ihr, er könnte das? Mafra muss den Sitzer machen. Meine Tante ist 4 Monate später in den Urlaub geflogen nach Griechenland auf eine Insel. Ich bin mitgeflogen und ja, was soll ich sagen? Ich war eine Woche da und für mich war es klar, hier will ich bleiben. Okay. Kannst du? Nein, Bro. Ja gut, wenn es sowieso dein Traumparadies ist, dann kann man da, glaube ich, so viel auch gar nicht gegen sagen. Ich finde es natürlich immer schön, wenn Menschen, die gesamte Jugendstruktur, Schule genossen haben und dann irgendwie erfolgreich werden, dank Deutschland dann auch ein paar Steuern hier bezahlt, aber... Ja, deutsche Steuern! Ich liebe Steuern, Jungs, am liebsten. Ich würde auf die Steuern noch eine Steuer zahlen. Und dann nochmal auf die Steuersteuer noch eine Steuer zahlen, Jungs. Am liebsten, ich arbeite nur für Deutschland. Vielleicht gibt es ja andere Wege, wie du der Gesellschaft was zurückgibst. Aber das heißt, du bist durch das Darstellen, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, bist du schon Millionärin geworden. Also ich habe ja die ersten 1,5 Jahre in Deutschland gelebt. Also natürlich nein. Das heißt, da ist viel Geld. Oh, schade, dass sie jetzt bis jetzt, seitdem die... Ey, das ist echt schade, Jungs. Ich hätte alle einmal ein F rein, Jungs. Schade, dass die nach einem Jahr Pornos machen, noch keine Millionärin geworden ist, Digga, Real Talk. Die Arme, oh nein, die Arme. Die Arme, dass sie noch keine Millionärin geworden ist. Geld drinne, es gibt aber auch Risiken. Kann man hier spenden, Mafra? Jan, was willst du hier spenden? Klar. Fangen wir mal mit einem an. Ich sehe jetzt, du bist schlank, dementsprechend wirst du gerade nicht schwanger sein. Also irgendwie verhüten funktioniert schon mal. Mhm. Wie macht ihr das? Irgendwie. Irgendwie, ja. Also ich habe die Spirale und hormonfrei. Also ich mache mir da eigentlich auch nicht so einen großen Kopf, weil die Spirale ist schon sehr, sehr sicher. Also bis jetzt, fingers crossed, ist alles gut. Kennt ihr Spirale, Jungs? Spirale ist, das wird so in die Vagina eingeführt. Und es ist quasi, dass die halt nicht schwanger werden. Du kriegst was in der Vagina eingeführt, kannst du Sex haben, aber das Sperma verbindet sich mit dem Eizelle. Checkt ihr? Also da passiert nichts. Du kannst quasi Sex haben, du kannst auch in ihr kommen, aber sie wird nicht schwanger. Gegangen. Sieht man, hier lernt man im Stream auch Sachen. Und was würdest du machen, wenn du jetzt bei so einem Dreh dann doch schwanger würdest? Ich bin auf jeden Fall nicht bereit für ein Kind. Auf gar keinen Fall. Ich bin ja irgendwie fast selbst noch eins. Ich glaube, da gibt es nur eine Option für mich. Aber ich passe auf. Also natürlich, wenn ich mit fremden Usern drehe, verhüte ich natürlich doppelt mit Kondom. Auf jeden Fall. Okay.
noch dazu. Es geht einerseits ums Nicht-Schwanger-Werden in deiner Situation, aber andererseits natürlich auch um Geschlecht. Krankheiten. Ja, ne? Aber sowieso jeder, der vorher mit mir treten muss auch vorher zum Urologen und ein Blutbild machen, damit ich auch... Chat, guck mal, mit Kondom, Sex haben ist echt scheiße, ne? Stellt euch vor, es ist FIFA ohne Sprinten. Stellt euch vor, es ist Fortnite ohne Sprinten, okay? So, stellt euch vor, es ist Minecraft ohne Springen. Es ist in Ordnung so, aber so das Geile fehlt, so checkt ihr. Sicher gehen kann. Was sind denn so Sachen, die aus deiner Sicht in der Branche richtig verkehrt laufen? Also Stark. Burger ohne Patty, so checkt ihr. Nett. Sagt ja bestimmt was. Und davon, da gibt es schon sehr, sehr, sehr schmutzige Videos, die natürlich überhaupt nicht ins Internet gehören. Was so Kinder und so weiter angeht, Vergewaltigung, alles Mögliche. Aber ansonsten, also für mich persönlich habe ich natürlich Fetische, denen ich nicht nachkommen würde. Ich bin mittlerweile so open-minded, dass es für mich nichts gibt, was für mich verwerft. Fußballspielen mit Basketball, ja, seht ihr, Chat? Gute Metapher hier. Ist jetzt abgesehen von den Sachen wie Kinderpornografie oder Wasser ohne Wasser. Vergewaltigung, halt alles gegen den Willen. Ja, wir müssen ja auch mal das Kind beim Namen nennen. Frauen gucken verhältnismäßig deutlich weniger als Männer Pornos, aber... Vielleicht offiziell. Ah, da sind wir wieder, aber inoffiziell offiziell. zumindest das, was Studien sagen. Ja. Aber wenn du so an eine Universität zum Beispiel gehst, das ist ja so unser Alter, dann wird man da fast niemanden finden, der noch nie einen gesehen hat. Mhm. Und die allermeisten schauen sie regelmäßig. Das findet man auch relativ schnell heraus. Der meiste Internet-Traffic entsteht auf Pornografie-Seiten. Mhm. Dementsprechend. Was? Ehrlich? Der meiste Internet-Traffic auf Seiten? Na, das ist crazy. Ja, ja, Loki, also letztes Mal gesehen, so ein Porno hat irgendwie 300 Millionen Aufrufe. Also ein Kollege hat mir erzählt, dass er ein Porno hat, der 300 Millionen Aufrufe. Ja, 300 Millionen Aufrufe, mal nicht mal YouTube-Videos haben so viele Aufrufe. Weil Pornos tut ja echt jeder, ne? Ich würde sagen, so vom Alter von so 9 bis so 90 guckt jeder Pornos. Kind. Ist es, in anderen Ländern ist es zum Beispiel schon viel entspannter, darüber zu reden. Ich finde auch, es ist total wichtig, dass wir jemanden wie dich mal hier haben und auch mal wirklich drüber quatschen können, weil es ist halt etwas, was fast jeder irgendwie verfolgt. Wer es nicht verfolgen will, dem, ne, soll es einfach nicht machen. Aber es ist halt eigentlich omnipräsent und keiner redet so richtig darüber. Ja. Was für eine Kategorie guckst du? Ich gucke tendenziell immer, Schüler muss beim Lehrer nachsetzen und es endet im Sex. Pizzabote hatte keine Pizza mehr, aber gibt ihm sein Riesending-Dong. Auch hart. Das sind immer die besten so Kategorien, so, weißt du? Ja, und ich finde, das ist schon ein sehr, sehr großes Problem. Oder Stiefmutter schläft plötzlich nackt neben seinem Stiefsohn und es endet im wilden Dingebumme. Aber ich muss sagen, so in den letzten 2 Jahren hat sich das schon gewendet und vor allen Dingen jetzt so seit Corona. Jedes dritte Girl hat Onlyfans und die Leute werden so ein bisschen toleranter, was das angeht. Aber nein, ich würde sagen... Nein, ich werde nicht toleranter, ich werde da immer gegen sein. Ich bleib konservativ. Konservativ! So bei der, gerade bei der älteren Generation ist es so. Retalk, Jonathan, Retalk, ich guck nur wegen der Story, ne? Retalk. Manchmal, okay, ich mach den Porn an und die Story ist so interessant, ich hol mir plötzlich so Chips und guck den Film einfach so, weißt du? Irgendwann ist das so, Jonas, mein Dödel hängt da einfach raus und wartet, bis er quasi Jonas gerubben wird, okay? Nein, Daddy, das kannst du nicht tun. Doch, ich muss die Familie jetzt verlassen. Loki, manchmal ehrlich so interessant. Das es halt fast jeder guckt, aber wirklich keiner drüber sprechen will oder es gerade für die Gesellschaft ein No-Go ist. Wirst du selber auf der Straße erkannt? Ja, kam schon ein paar Mal vor. Wie ekelhaft das sein muss! Du siehst einfach die Imposter, die auf dich die Soße aufgelassen haben. Das erste Mal, also ich muss sagen, ich habe ja vorhin in Mainz gelebt und ich habe es auch offen kommuniziert, als ich schon in der Branche war. Und dann kamen natürlich einige, wenn ich mal unterwegs war. Das hat dann auch nachher dazu geführt, dass ich nicht mehr so oft rausgegangen bin, weil ich bin jemand, ich kann ganz schlecht Nein sagen. Und wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, hey, du bist doch Lea Engel, du drehst doch Pornos, wollen wir mal drehen? Und dann stehe ich da und denke mir so, nee. Das ist sehr, sehr unangenehm. Weil also echt, W-Mans für die Eier? Jetzt würdet ihr zu einer einfach sagen, lass uns mal drehen. Du sagst nein und dann sagen die so, hä, warum denn nicht? Ich bin gut bestückt, ich habe Muskeln, ich, keine Ahnung, ich kann so gut drehen. Okay, und das Gefühl, dass die Menschen wissen, wie du nackt aussiehst, wie ist das für dich?
Ich laufe auch. Guck mal, die Bikinis werden auch immer knapper. So. Ja, aber es gibt ja trotzdem noch so eine so ein ganz Zone, wo man sagt, so, nee, die ist nur für mich. Oder für mich und meinen Partner. Oder, weißt du, also ich muss sagen, ich bin jetzt niemand, der sich an den FKK-Strand legt. Aber ich habe damit wirklich überhaupt kein Problem. So, ich arbeite an meinem Körper. Ich würde niemals FKK-Strand gehen. Wie peinlich muss das sein, Digga? Ich glaube, ich würde auch erst nach 2 Sekunden einen Ständer kriegen. Und dann laufe ich da ganz mit einem Ständer rum so. Digga, Chat, würdet ihr FKK-Strand gehen so? Hättet ihr die Eier so? Das ist doch safe geil. Das Ding ist ja, Bro, das ist nicht wie im Film. Da wird dir keiner deinen Dick sacken, Bro. Das sind nur Omis, real talk. Ich liebe meinen Körper. Warum soll ich den dann auch nicht zeigen? So, ich habe damit wirklich überhaupt kein Problem. Jetzt muss ich dich natürlich trotzdem fragen. Du bist konservativ aufgezogen worden. Das heißt, du hast auch Eltern, die du wahrscheinlich liebst, die dich lieben. Ich weiß nicht. Ja, also ja, und dann kommen wir zum Thema. Da kommen wir zum Thema. Und zack, die Eltern lieben sie nicht. War es das wert? War es das wert, dass die Eltern dich nicht lieben? Du aber rich as fuck bist. Ich wäre für mein Leben lang arm. Hätte kein Zuhause. Würde alles dafür tun, okay, dass meine Eltern mich mein Leben lang lieben und ehren. Okay, und wenn ich dafür obdachlos auf der Straße ende, Hauptsache meine Mama und meine Papa lieben mich. Natürlich kann es sein, dass meine Eltern mich geliebt. I ain't pray for these baguettes, I pray for better days. Jetzt alle! Warte, wir hören zu, was sie sagt. Haben, aber ich muss sagen, ich hab's. Wenn ich jetzt so zurückdenke und andere Eltern mit ihren Kindern vergleiche, glaube ich nicht, dass ich so viel Liebe entgegengebracht bekommen habe, wie es andere Kinder bekommen. Kannst du es an irgendeiner Situation festmachen? Also es gibt da auf jeden Fall schon einige Situationen. Es ist nicht so, dass wenn ich nach Hause kam von der Schule oder so, dass Leroy trägt High Heels. Chill, Bro, chill. Man gesagt hat so, hey, schön, dass du zu Hause bist. Wie war dein Tag? Es war eigentlich nur, habt ihr heute die Arbeit geschrieben? Wie war deine Note? Ab einer 4 hatte ich Hausarrest und hatte ich eine 1, 2 oder 3. Gab es heute Abend mal mein Lieblingsessen und das war's. Das heißt, ja, okay, was dran? Stimmt, Mavra, okay. Mavra, die Eltern haben alles dafür getan, dass die Frau nicht so endet, wie sie geendet ist jetzt. Sie waren hart, konservativ, dass die Frau eine starke, selbstbewusste Frau wird, Mavra. Alles war umsonst. Ich musste meiner 4-Defizit auch, war ich auch zu Hause. Ich durfte auch nicht raus. Nur bei mir bei einer 1 gab's nichts. Mein Vater hat gesagt, gut gemacht, mein Sohn. Das war's. Ist halt so. Ich wurde auch hart erzogen, okay? Ich wurde auch hart erzogen. Chat, wer hatte eine harte Erziehung? Das W. Das macht einen Charakter stark, eine harte Erziehung. Retalk, die übertreibt man. Euer Verhältnis war nie so innig, wenn du das jetzt reflektierst? Überhaupt nicht, nein. Und wie ist es heute? Distanzierter als vorher. Was glaubst du, wie die das heute sehen, da so dein Berufsleben? Also ich hatte ja Glück. Also ich glaube, das die ersten 1,5 Jahre kam es gar nicht raus, was mich auch gewundert hatte, weil normalerweise geht das herum wie ein Lauffeuer. Aber da meine weiche Erziehung endet als Klimaaktivist, vegan oder auf OnlyFans Retour. Oder Vater hat Besen auf dem Rücken kaputt gemacht, die heult wegen sowas. Walla, ne? Walla, Bruder, ich hab diesen Schlappen von Mama, ne? Erstmal, nochmal ganz kurz Retour. Thema Kanacken. Meine Mama hat diesen Schlappen immer getroffen. Lach immer! Ich war schon weg um die Ecke. Mavra macht Frisbee-Move. Dieser Schlappen, der dreht sich so brrr auf meinen Arsch. Ich schwöre, sie hat immer getroffen. Sie hat Aimbot gehabt, okay? Diese Tellix von Mama, Retalk, die treffen immer. Meine Mama einmal so richtig sauer, ne? Sprintet mir hinterher und will mich so mit diesem Tellix in RP schlagen, ne? Ich renne die Treppen hoch. Sie schmeißt, Digga, unter diesen, kennt ihr diese Abstände zur Treppe, wenn die so offen ist? Lach da drunter, perfekt, bam, gegen meinen Kopf. Holla, alles schon erlebt. Sie heult, weil ihre Mutter bei einer 1 hat sie ihre favorite Suppe gekocht, Digga. Sag, bitte, sie wohnt nicht in der Kanakenfamilie groß. Eltern auch eher abgekapselt. Alter, der war hart. Den habe ich auch schon abbekommen. Boah, es tut verrückt weh, okay? Es tut in RP verrückt weh. Du verlierst extrem viel Leben, so. Nudelholz war crazy. Chat, der hier vertraut mir, okay? Der hier crazy. Aber mein Vater hat mich Retalk nie geschlagen, ne? Nie. Also in RP hat mich mein Vater nie geschlagen. Nur meine Mama hat mir immer Tellig oder Nudelholz oder irgendwas so. Sie leben nur unter sich, in ihrer eigenen Bubble, würde ich sagen. Haben die das jetzt nicht so schnell mitbekommen. Erfreut waren sie natürlich
nicht. So, welcher Vater wünscht sich sowas für seine Tochter? Seitdem ich das alles mache, bin ich glücklicher als je zuvor. Und ich denke, das ist am Ende so das Wichtigste für mich selbst. Dadurch, dass meine Eltern ja vorher auch nie so richtig auf mich geachtet. Ich sag ehrlich, ich glaube, das redet sie sich einfach nur ein. Ich glaube, sie ist extrem unglücklich und ich glaube, sie redet sich das einfach nur, dass sie jetzt glücklich ist, okay? Weil, Chat, denkt ihr, man kann wirklich innerlich glücklich sein, wenn deine Eltern dich nicht mögen oder dich nicht lieben oder dir keine Liebe zeigen? Wie kannst du denn glücklich sein ohne die Liebe deiner Eltern? Lag für 15 Euro, kann man nicht nackt sehen, kein Wunder, dass dein Vater nicht stolz ist, Real Talk. Weißt du, und sowas fruchtet nicht, vertraut mir. In 20, 30 Jahren, wenn sie da alleine steht, merkt, dass sie keiner heiraten will, ihre Eltern sie auch nicht haben will, dann sagt sie, hätte ich mal all dieses Geld nicht gehabt, aber hätte den Kontakt zu meiner Familie noch. Achtet haben, sage ich mal, fühle ich mich jetzt auch nicht wirklich schuldig denen gegenüber, auch wenn das jetzt im ersten Moment vielleicht hart klingt. Wenn da draußen jetzt jemand zuschaut, der selber gerade Stress mit seinen Eltern hat. Der fängt mit OnlyFans an, ja, stark, Leroy Matata. Oder sagt, ha, ich so richtig Liebe erfahre ich auch nicht, ich bin 16-jähriges Mädchen. Okay. Ist es aus deiner Sicht ratsam, so diesen Berufsweg dir nachzueifern? Weil du hast ja gerade schon beschrieben, du verdienst richtig viel Geld und kannst dich entfalten, also ganz... Ey, wenn sie jetzt ja sagt, ne, Ritter, dann gibt's hier richtig Rambazamba. Wenn sie jetzt ja sagt, gibt's hier richtig Rambazamba. Viele positive Aspekte. Ja, also Geld ist natürlich nicht alles. Ich weiß, es ist einfach gesagt, wenn man gut verdient. Aber ich bin ja in dem Beruf auch wirklich aufgegangen. Ich stehe morgens auf, ich denke mir so, geil, heute mache ich das und das. Geil, Alter, ja, Mann. Heute lutsche ich den Schwanz, morgen lutsche ich den Schwanz. Ehrlich, Alter, ich gehe hier komplett auf. Ich schreibe mir meinen Plan, ich habe richtig Spaß bei der Arbeit. Ich kann ja auch kreativ sein. Es ist ja nicht so, dass ich einfach hingehe und einfach stupide meine Videos drehe. Natürlich würde ich jetzt nicht sagen, einem 16-jährigen Mädchen hier, fang auch damit an, vielleicht findest du dich da drin wieder. Dafür muss man halt ein Typ sein. Es gibt nämlich auch einige Schattenseiten in der Branche. Ne? Also und die meisten sind halt so die... Ja, es gibt echt sehr dunkle Seiten, ne, in der Branche, Jungs. Es gibt sehr dunkle Seiten. Fangen an, sehen das Geld und denken sich so, okay, cool, ich verdiene viel, aber dann irgendwann stoppen die es, weil sie keine Lust mehr darauf haben, weil sie merken, wie viel Arbeit dahinter steckt oder was überhaupt für Arbeit dahinter steckt. Dann hören die halt auch ganz schnell wieder auf und wollen sich danach wieder ins Büro setzen. Der Weg ist aber, glaube ich, dann zu. Also das muss man sich ganz aktiv auch überlegen. Das ist für dich, ich meine, ne, du bist auf dem besten Wege jetzt damit auch deine Frührente mit Mitte 20 oder so zu erreichen. Da drücke ich dir ganz fest die Daumen natürlich. Aber du hast halt alles auf eine Karte gesetzt. Wenn ich jetzt eine Ausbildung mache fürs Büro und merke, im Büro gefällt es mir nicht, dann kann ich zum Notar wechseln und da eine Ausbildung machen. Oder ich gehe als Tierärztin versuche ich es. Also du hast wirklich ansonsten alle Möglichkeiten, aber wir müssen uns halt auch damit abfinden, das, was wir vorhin schon... Frührente mit 20 Mal vergessen, ich verdiene 50.000 in schlechten Monaten, Digga, bitte. 50.000 in schlechten Monaten. Nein, Expression, wir verdienen unser Geld ehrlich und halal, sodass Gott unser Geld vermehrt. Und selbst wenn wir arm sterben, genießen wir das wunderschöne Leben im Paradies. Merkt euch das, okay? Besprochen haben, wie das gesellschaftlich betrachtet wird. Und es wird halt nach wie vor geächtet und dementsprechend sind viele Türen zu. Ich habe übrigens auch ein Video von dir gesehen, wo du bei einem Blind Date dabei warst. Und Freunde, wenn euch das ganz interessiert, wie die Madame bei einem wirklichen, echten Date sich verhält, dann schaut auf jeden Fall in der Videobeschreibung vorbei. Hey, das gucken wir danach, Jungs! Wenn euch interessiert, ob es am Ende zum Kuss gekommen ist und sie ihren Traummann gefunden hat. Also das sind alles wirklich spicy Infos. Ja, hat sie ja nicht amonistisch gegeben, sie ist Single. Findet ihr nur in diesem Video, habe ich euch alles unten verlinkt. Wie viel ist denn wirklich echt? Weil das ist, glaube ich, auch für viele, vor allem junge Zuschauer da draußen, mal ganz wichtig zu verstehen. Weil das ist ja Arbeit, also es ist auch irgendwo eine Darstellung, eine von mir aus Kunstform, es ist auch Show, oder liege ich da falsch? Also ich denke, es kommt auch so von, das kommt drauf an, welche Darstellerin gerade hinter der Kamera ist oder vor der Kamera. Natürlich gibt Reezy, dafür bist du ein Soldat Gottes, mein Bruder Herz. Dankeschön, Twizy. Bruder Reezy, du kannst vielleicht kein Brot kaufen, sie hat 50.000, mein Bruder, merkt aber immer, du bist ein Soldat, ein Mann Gottes und sie nicht, okay? Jetzt überleg mal, was wichtiger ist.
Gibt es Situationen, die wir filmen? Zum Beispiel, mein Stiefbruder platzt gerade rein, während ich es mir selbst mache. Natürlich ist das nicht echt. Ja? Es ist nicht echt? Wenn der Stiefbruder plötzlich reinplatzt und sie macht sich gerade selbst, dann sagt die Stiefschwester so, steck ihn mir rein, ist das alles fake immer? Oder mein Cousin hilft mir bei einer Autopanne und auf einmal habe ich kein Höschen an. So. Das ist fake? So, an den Stellungen und wie das alles passiert, ist natürlich was Echtes. Weil wenn man zum Beispiel jemanden datet und man geht aus, dann habe ich abends auch mal kein Höschen an und dann passiert es halt mal irgendwo. Okay, Mavra, nein. Okay, welches Mädchen geht denn raus ohne Höschen, Mavra? Bei Kurden ist das mit Cousin echt, echt. So, an einem spannenderen Ort als im Bett oder so. Natürlich müssen zum Beispiel Männer nicht 45 Minuten abliefern. Das vermittelt natürlich ein falsches Bild. Also ich appelliere halt immer dafür, dass man versucht, so viel wie möglich im Real Life zu erleben, weil es auf jeden Fall immer die schönste Erfahrung ist. Ich meine, du hast im Gegensatz zu deinen Zuschauern, die vor dem Bildschirm sitzen, du hast halt eine Real Life Erfahrung. Und ja, danke für den Tipp, Leroy Matata, Amanitskim. Unten warten gerade 20 Jungfrauen auf mich, die einfach nur darauf warten, dass ich sie entjungfere, ne? Ist ja doof. Diesen Lernfortschritt, den du da auch hast und diesen Erfahrungsschatz, den du da sammelst, den wünsche ich halt jedem, auch jedem, der irgendwie heranwachsend ist und da das erste Mal irgendwo ausprobiert, dass man dabei so Gedanken, wie geht ihr denn da damit um, wenn dein Partner halt zu schnell kommt? Das ist ja auch ein Problem für viele Männer. Ja, dann gibt's halt ein kurzes Video. Das ist kein Problem. Es gibt ja auch wie viele Männer da draußen, die kommen schon nach 2 Minuten und dann haben wir einfach das Genre schon abgedeckt. Was würdest du grundsätzlich Männern sagen, die sich extrem schämen, weil sie so schnell kommen? Ja, das ist natürlich jetzt einfach gesagt, aber schämt euch bitte nicht. Es gibt so viele Männer da draußen, die genau dasselbe machen und wirklich ein Mädchen, das euch gerne mag, die wird euch nicht dafür verurteilen, nur weil ihr mal früher kommt oder dann macht man halt direkt eine zweite Runde. Es ist ja nichts dabei. Ja. Das ist ein cooles Statement. Freunde, ihr könnt sehr, sehr gerne eure eigenen Erfahrungen oder auch Fragen unten in die Kommentare. Ich hab keine Erfahrung, ich bin Jungfrau. Alter, das sind 2500 Dislikes. Ich fand das Video gut. Was ab, die Pizza ab, ganz viel